So, guten Morgen, meine Damen und Herren, hier aus Weiderstadt, 23. Februar 2020, drei Ereignisse. Heute in Hamburg ist ja Bürgerschaftswahl, da wäre wichtig für alle Demokraten, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die AfD möglicherweise unter 5% bleibt. Da stellt sich ja immer mehr raus, dass sie verfassungsfeindliche Ziele hat in Teilen. Einzelmitglieder werden ja schon beobachtet vom Verfassungsschutz, insbesondere in Nordrhein-Westfalen habe ich jetzt gelesen, an anderer Stelle auch, Prominente natürlich sowieso. Und wenn man mal das sich ein bisschen zusammennimmt, was diese Partei propagiert, dann stellt man fest, dass das in Teilen zumindest nicht mehr demokratisch rechtsstaatlich ist und man müsste über ein Parteiverbotsverfahren nachdenken. Allerdings ging es ja bei der NPD beim ersten Mal schief, beim zweiten Mal gab es dann einen Kompromiss, der jetzt vom Verfassungsgericht dann irgendwie bestätigt worden ist. Also es ist kompliziert, es geht auch um die politische Auseinandersetzung, inwieweit die Frage ist, inwieweit die Propaganda, die Hetze und die Stimmungsmache dieser Partei damit dazu beiträgt, dass es eben diese Anschläge gibt, wie in Hanau oder anderen Orten. Wir haben ja das gesehen, was aktuell alles passiert ist. Und da ist ja sehr viel Menschenfeindlichkeit im Spiel. Man spricht ja immer von Fremdenfeindlichkeit. Der richtige Begriff ist Menschenfeindlichkeit. Für mich ist jeder Mensch grundsätzlich einmal gesprochen gleichberechtigt im Sinne der Gesellschaft. Wer hier sich befindet bei uns, der hat die gleichen Rechte wie ich und den muss ich gleichermaßen schätzen. Das ist auch so. Heute sind in Weilerstadt 40.000 Menschen bei einem großen Fasnetzumzug immer sonntags, nachmittags und da ist mir jeder gleichberechtigt, ob es ein Hästräger ist oder nicht, das ist völlig egal, ob groß, alt oder dick oder dünn oder welche Hautfarbe oder welche Sprache und Religion er oder sie hat, das ist wichtig. Und wenn man diese Grundüberzeugung nicht in sich trägt, dann ist man ja eigentlich schon ein Rassist. Und Rassismus an sich ist ja noch keine eigentliche Straftat, sondern nur eine geistige Haltung, die jetzt sagen wir mal fraglich ist. Und jetzt einen Rassismusbeauftragten zu benennen, so wie es einen Antisemitismusbeauftragten gibt, wie es einen Frauenbeauftragten gibt und so weiter, das ist ja alles nur Stückwerk. Wichtig ist, dass in unseren Köpfen Klarheit herrscht, dass man nicht die vermeintlich Schwächeren auch noch bekämpft mit Gewalt. Das kann es nicht sein. Es ist natürlich in dieser Welt tatsächlich so, die Realität ist ja eine andere. Überall erwachsen wieder rechtspopulistische, rechtsnationale Diktaturen und ich will das gar nicht aufzählen. Das ist schon etwas komisch. Also mich wundert es schon, nachdem man ja vor 30 Jahren hier die Teilung der Welt überwunden hatte, hat sich nicht nur der Kapitalismus durchgesetzt und verfestigt und wir haben ja den schlimmsten Kapitalismus aller Zeiten, den Raubtierkapitalismus, sondern auch wiederum Nationalismus. Und das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung und gegen den Klimawandel kann man natürlich auf die Straße gehen, aber das bleibt auf der Strecke. Das, was die Menschheit insgesamt betrifft, als Kollektiv, die Erkenntnisse bleiben auf der Strecke. Die Wissenschaftler sagen uns das, aber das Volk ist eigentlich kollektiv nicht bereit, sich zu verändern, zu dumm. Ne? Also man merkt es immer erst, wenn das Portemonnaie leer ist oder wenn man krank ist, dass irgendwas falsch läuft, wenn man persönlich krank ist und solange darf es nicht geschehen. Man kann auch mal mit dem Verstand auf irgendwas kommen, in Grips, aber da ist auch Bildung erforderlich und Interesse und das fehlt natürlich. Also in Hamburg empfehle ich die Wahl der Partei Die Linke. Und dann hätten wir sicherlich hier eine gute Ausgangsposition, Grün-Rot, Rot-Grün oder so irgendwas könnte dann als Regierungsbildung in Frage
kommen. Das da habe ich jetzt mal nichts dagegen. Aber mit einer starken linken Opposition, das wäre gar nicht so schlecht. Und ich würde mich freuen, wenn zwei Parteien eben die 5%-Hürde nicht mehr schaffen würden. Dann gab es einen Gerichtsbeschluss von einem Verwaltungsgericht, dass der die Fackelveranstaltung auf dem Wartberg in Pforzheim doch stattfinden darf. Das halte ich für falsch, nachdem der Oberbürgermeister im Namen der Stadtverwaltung das verboten hatte. Er ist ja auch dann noch zu Wort gekommen im Südwestrundfunk und hat das gut dargestellt, warum das eben in der augenblicklichen Situation auf gar keinen Fall geht, nach seiner Sicht, aus Sicherheitsgründen. Und dieses Gericht ist anderer Meinung. Man braucht also hier massiven Polizeischutz wieder. Und ich finde es falsch, dass hier Nazi-Propaganda geäußert werden darf. Und deutsche Polizisten schützen die Faschisten, so heißt ja der Merkspruch. Das kann ich hier an der Stelle auch mal nochmal bekräftigen. Das halte ich für völlig falsch. Also ist klar. Karneval, Fasching, Fastnet. Da kommen bei mir natürlich Erinnerungen hoch aus der Jugend und so weiter. Ich habe ja mein Leben lang musiziert bei solchen Veranstaltungen. Und es ist aber jetzt aus Altersgründen und anderen Gründen nicht mehr so, dass es mich dorthin zieht. Insofern möchte ich jetzt hier auch nicht groß fabulieren über das, was sich da abspielt oder nicht abspielt. Ich hatte immer gedacht, ich finde da eben eine Frau, ne, eine geeignete Frau fürs Leben, und das war dann doch nicht so. Dann ist noch hier die Mitgliederversammlung von Nichtraucherinitiative, ja, das auch, ja. Was haben wir noch? Nichtraucherinitiative, Greenpeace. Also verschiedene Mitteilungen von Vereinen, wo ich überall Mitglied bin. Das liegt hier auf dem Stapel. Das wird irgendwann dann mal weggeschmissen, wenn es nicht mehr ganz aktuell ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Heute wird es ja mild, aber ein bisschen windig und regnerisch. Gehen Sie hin, wo Sie wollen, in die Natur, Bewegung. Gute Ernährung wäre wichtig. Und dann, wenn Sie Hamburger sind, gehen Sie zur Wahl. Wählen Sie links oder eine andere Partei. Auf gar keinen Fall die AfD. Dankeschön und tschüss.